Am Ende waren sich alle einig. Gegen den haushohen Favoriten HF Springe hatten die Stiere trotz Niederlage eine richtig gute Partie gezeigt. Genau das war's. Herz, Leidenschaft, Wille, solange die Kraft reicht. Und die ist irgendwann in der 45. dann zu Ende gegangen. Und dann setzt sich natürlich so ein Zweitligakader durch. Wir wussten, dass es hier in Schwerin sehr, sehr schwer wird. Und das ist eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft, besonders zu Hause. Und da muss man halt sehr motiviert ins Spiel gehen. Und wir haben uns echt schwer getan, über 50 Minuten hier unseren Rhythmus zu finden. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Wir haben 45 Minuten lang auch gut mitgehalten, hatten immer mal Höhen und Tiefen im Spiel. Aber leider hat am Ende die Kraft nicht gereicht, ja. Der Tabellenzweite kam eine Bilanz von 13 Siegen aus 15 Spielen nach Schwerin. Die Stiere nach dem Auswärtssieg in Aurich mit breiter Brust, aber ohne Birwin Kalwert, der mit Schulterverletzung passen musste. Einer war besonders motiviert. Theo Evangelides traf gegen Springer auf den Verein, der seine erste Station in Deutschland war. Das ist ganz fair für mich. Spielen gegen Springer war mein erster Mannschaftsverein in Deutschland. Aber jetzt bin ich Stiere und ich will immer Stiere gewinnen. Nach 10 Minuten schien das Spiel seinen erwarteten Gang zu nehmen. Springer, vor allem in der Offensive schwer zu stoppen, warf sich einen 3-Tore-Vorsprung heraus. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatten die Stiere ihren Anfangsrespekt abgelegt. Gästetrainer Sven Lakenmacher versuchte noch fein zu justieren, aber vor allem links außen Michael Höft bekam die Springer im ersten Durchgang gar nicht in den Griff. So gelangen dem besten Springer Werfer 4 Tore in 3 Minuten. Die Gastgeber glichen die Partie wieder aus. Kurz vor der Halbzeit musste sich Trainer Holger Antemann über ein paar leichte Tore für Springer ärgern. Mit 15:18 ging es in die Kabine. Ja, also ich war erste Halbzeit mit der Abwehr nicht so zufrieden. Wir haben Anfang zweiter Halbzeit haben wir uns reingebissen ins Spiel und erste Halbzeit war nicht so rosig. Haben wir natürlich aber vorne gut gespielt und auch viele Chancen uns rausgespielt und deswegen haben wir den Anschluss gehalten. Ja. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren die Stiere dann richtig drin in der Partie. 5 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt und Stefan Riediger schaffte den Ausgleich. Nur 3 Zeigerumdrehungen weiter sorgte Uwe Kalski für die erste Stiere-Führung, 22:21. Von der Pause bis hierhin 7 Tore von 5 verschiedenen Schützen. Die Stiere im Angriff extrem variabel. Müssen wir ja, wir haben ja nicht den klassischen Shooter und deswegen müssen wir spielerisch das lösen und unsere Außen gut in Szene setzen, was wir, denke ich, auch gut gemacht haben und ein bisschen mehr Glück, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen enger geworden. Denn 15 Minuten vor Schluss ging den Stieren etwas die Puste aus. Kleine Unkonzentriertheiten wurden vom HF Springe sofort bestraft. Karpstein, Eichenberger und Kors drehten die Partie wieder zugunsten der Gäste. Und noch einen Trumpf hatte Trainer Sven Lakenmacher. Keeper Ariel Panzer, sein Name war Programm. Er zerstörte auch die aussichtsreichsten Einschussmöglichkeiten. Das Tor zum 26:28 von Hannes Brotmann 8 Minuten vor dem Ende ließ noch einmal kurz Hoffnung aufkommen. Doch die Springer hatten die Partie nach langer Anlaufphase endgültig im Griff. Wir haben halt in der Abwehr nicht den Zugriff gefunden, war ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben uns anders eingestellt als auf den Linkshänder im Rückraum. Mit 3 Rechtshändern ist immer ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, wir haben es nachher in den letzten 10 Minuten zum Glück hingekriegt in Verbindung mit Ariel im Tor und haben dann halt die 3-4 Tore halt auch besser gespielt. Bemerkenswert noch diese Szene beim Stand von 26:30. Springers Nummer 5, Nils Eichenberger, bekam hier einen 7-Meter zugesprochen, zeigte aber sofort an, dass er nicht getroffen wurde. Das Schiedsrichter-Duo nahm die Entscheidung zurück. Respekt für so viel Sportsgeist. Der Sieg für Springer mit 32:28 vielleicht um 1-2 Tore zu hoch ausgefallen. Trotzdem hat das Spiel gezeigt, dass der Trend für Schwerin in dieser Hinrunde deutlich nach oben zeigte. Ja, also ich denke, zum Anfang haben wir uns schwer getan. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, alle wieder gesund. Das ist auch, denke ich mal, so ein Punkt gewesen. Und ja, ich denke, wir können erhobenen Hauptes die Hinrunde abschließen und sind auf einem guten Weg, um auch die Rückrunde erfolgreich zu bestreiten. Ja. Die Winterpause ist kurz. Am 17. Januar ist die SG Achim Baden in der Landeshauptstadt zu Gast. Bis dahin sollten sich die Stiere vom Weihnachtsmann vor allem eines wünschen: weniger Verletzungspech.